Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im heutigen Video sind wir mal in einem ehemaligen NVA-Grenzschießstand unterwegs und ja, mit dabei ist The Michel. Wer kennt sie nicht? ja, wenn ihr wissen wollt, was es gibt, bleibt jetzt dran. Viel Spaß mit dem Video. Den Raum habt ihr jetzt schon in der Anmoderation gesehen. Das waren wahrscheinlich immer die alten Waschräume. Hier haben wir noch ein Stück von dem Wasserhahn hängen. Und auf den Sockeln waren früher mal überall solche Waschbecken drauf, wie jetzt hier. Und die Leitung hier oben ist die Dusche. Gut zugegeben, etwas komischer Duschkopf, aber ich denke mal, wird seinen Zweck erfüllt haben. So, jetzt schauen wir mal, was uns noch auf dem Gelände erwartet. So, wir sind jetzt auf dem Gelände. Da haben wir noch Garagen. Dann irgendwelche Unterstände für Fahrzeuge. Hier ist noch eine Gasflasche. Die schaut auch nicht so alt aus. Dreh die nicht auf, Martin. Die ist leer. Du hast es jetzt rausgelassen. Geht's hier hin? Ah ja, das war wahrscheinlich hier mal so ein Lager oder irgendwas in der Art. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das von der Helligkeit her ausreicht, weil ich meine Taschenlampe jetzt irgendwo im Rucksack drin habe. Hier haben wir jetzt das große Gebäude mit den Garagen. Dort hinten, da, sind die Waschräume drin, die wir gerade eben gesehen haben. Was gibt es hier drin noch zu sehen? Regale. Noch so alte Beschussscheiben. Was ist das? Keine Ahnung, was das sein soll. Ja, mehr gibt es hier eigentlich auch schon gar nicht zu sehen. Hier haben jetzt überall noch solche komischen Hütten stehen. Die sind nicht besonders groß. Die stehen da unten auch noch. Und da haben wir noch mal ein größeres Gebäude, wo wir gleich mal reinschauen werden. Aber wie gesagt, die Hütten sind halt nichts Besonderes. Ich denke mal, dass es irgendwelche Wohnhütten gewesen sind oder irgend sowas in der Richtung. Ich weiß es nicht. Aber so schaut das Ganze aus. Also nicht so spektakulär. Schauen wir mal weiter. Jetzt sind wir hier bei dem großen oder größeren Gebäude. Hier steht auch noch so eine Art. War das jetzt spitz? Au, Ast. Hier steht auch noch so eine Art Gewächshaus. Aber das Gebäude hier, das scheint auch schon ziemlich raus zu sein. Schauen wir mal, ob wir irgendwie reinkommen. So, wir haben jetzt hier eine Tür gefunden, die offen ist. Und schauen wir jetzt da mal rein. Wir sind noch nicht alleine hier. Wir sind gerade zwei Männer gekommen, die ihren Hund rumschleppen. Campingklo. Das hier war mal duschen. Der ist vom Spiegel. Selfie. Ich denke mal, dass das alles im Nachhinein vergittert worden ist, nachdem sie das Gebäude hier aufgelöst haben. Krass. Hier war die Toilette. Ja, hier ist der Raum, wo wir vorhin reingefilmt haben. Ein
Lager. Oh, das war doch ganz schön lang, das Gebäude. Aha. Hier habe ich noch eine Decke gefunden, da steht Jugendherberge drauf. Oh Gott. Die ist auf jeden Fall auch schon älter. Belastungstabelle für Anschlagmittel. Okay. Es weint da. Und hier ist das Gebäude auch schon zu Ende. Kommt man da wieder raus? Nö, hier ist alles dicht. Ich hoffe, dass es jetzt klar geht mit den Windgeräuschen. Hier sieht man nochmal die Tür von außen, die vorhin zu war, am anderen Ende von dem Gebäude. Und ihr seht schon, also die ist eigentlich ganz gut gesichert. Und hier bei dem Stuhl, der hier im Gebüsch steht, haben wir einen Beweis, dass es sich definitiv um ein NVA-Gelände handelt. Ich zoome da mal hin. Da steht noch die NVA, die NVA-Zeichen und ich denke mal dann noch so eine Inventarnummer von dem Stuhl. Wir stehen jetzt hier am nächsten Tor. Hier ist auch noch so ein kleines Gebäude. Das war vielleicht damals irgendwie so ein Wachhaus oder irgend sowas. Da hing irgendwas zum Löschen. Also Feuerlöscher hingen da. Jetzt sehe ich es. So, und wie schaut es hier drin aus? Ah, okay. Ja, ist auch nichts mehr Besonderes. Ist halt mehr so ein Verschlag als Hütte. Eher komisch. Gut, schauen wir mal da hoch nochmal. Ja, da ist das Dach auch schon runtergekommen. Und hier haben wir nochmal eine Garage, die allerdings, wie es ausschaut, leer ist. Ich halte mal die Kamera rein. Ja, die ist leer. So, wir haben jetzt nochmal ganz versteckt hier so ein kleines Häuschen gefunden. Da stehen Teile von dem Sofa oder von der Sitzecke. Das war Gebäude Nummer 22 und sind Toiletten, wie es ausschaut. Ja. Desinfektionsmittel. Da geht es auch noch mal weiter. Haben sie aber zugemauert. Und für alle, die denken, weil ich so viele Toiletten fotografiere, dass ich einen Klofimmel habe. Nein, das ist nicht so. Nur Toiletten gibt es halt in jedem Lost Place geschätzt 5000 Stück. So, jetzt sind wir hier an den Schützengräben angekommen. Das sind so Übungsschützengräben. So schauen die aus. Da konnte man sich dann da dahinter verstecken und nach da vorne rausschießen. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwie... Ja gut, wir bleiben jetzt einfach mal hier oben, ich habe jetzt keine Lust da runter zu springen. Das sind auch nochmal so, ich weiß nicht, ob da Munition drin war oder irgendwas, keine Ahnung. Hier haben wir nochmal so einen Tunnel, ich denke mal, dass das so ein Splittertunnel ist. Dass wenn jetzt irgendwelche Granaten gekommen wären, dann haben wir da reinflüchten können und war dann praktisch auf der sicheren Seite, ohne von irgendwelchen Granatsplittern oder irgendwas erwischt zu werden. Ich hoffe, dass das klar geht mit den Windgeräuschen hier gerade. So schaut das Ganze aus. Und ich glaube, hier an dem Baum kann man auch schon ganz gut erkennen, wie lange das Gelände schon leer steht, weil der halt einfach mittendrin da reingewachsen ist. Ja. Da hinten hört nachher der Schützengraben auf. Entgegen aller Erwartungen bin ich jetzt doch im Schützengraben. Und jetzt schauen wir einfach mal hier durch. Ich hänge fest, Hilfe. Ja, das war wie gesagt für die Granaten, um sich vor Granaten zu schützen. Saint-Michel. Komm mit dem Handy nicht klar. Nee. Frauen und Technik. So, jetzt schauen wir nochmal hier hinter. Aber ich glaube, ich kletter hier wieder raus. Weil da vorne ist alles zugebuchert. Ich habe keine Lust, da durchzurennen.
Wir haben hier gerade Fliegeralarm. Hört man das noch? Hä? Aber hier ging gerade eine Sirene. Komisch. Okay. Also wir haben jetzt hier noch eine zweite Schützengrabenanlage entdeckt. Da haben wir hier auch noch so einen kleinen Bunker, wo man sich dann auch nochmal verstecken konnte vor Granaten oder ähnliches. Gehen wir mal hier durch. Der ist schon besser begehbar wie der andere. So, hier konnte man dann drin stehen und konnte dann da in die Prärie rausschießen. So, und auch hier haben wir wieder so einen Tunnel, sage ich jetzt einfach mal dazu. Allerdings möchte ich hier nicht unbedingt weitergehen, weil hier alles voller Matsch ist. So Leute, ich sitze jetzt hier im Schützenbunker und ja, das war es jetzt hier mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr das nicht schon gemacht habt, den Kanal natürlich auch gerne kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video von mir. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.